Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Ich möchte dir heute ein Video zeigen, in dem wir mit dieser Stanze basteln. Und zwar ist es wieder eine von diesen, ja, neu sind sie ja eigentlich nicht mehr. Es gibt ja schon wieder andere neue Stanzen, aber wir werden heute mit der Stanze arbeiten. Da sieht man oben rechts ganz schön, da kann man eine Kamera draus machen, was ich richtig cool finde. Und dann hat man auch auf der Rückseite nochmal das Beispiel mit der Waschmaschine, das funktioniert auch super. Also mir sind da wirklich ganz, ganz viele Sachen wieder eingefallen zu dieser Stanze. Die siehst du dann natürlich am Ende des Videos. Ich habe da alle Teile auch für dich noch einmal ausgestanzt. Also du siehst da, es ist da wirklich sehr viel dabei. Auch die Kreise, die kann man super für andere Sachen auch verwenden, wenn man jetzt nicht unbedingt die Motive, wie da gezeigt, zusammensetzen möchte. Auch mit den ganzen Wäschesachen irgendwie ganz cool, der Body und das Lätzchen für Babykarten oder sowas kann man das auch ganz gut hernehmen. Und genau, also man hat da wirklich einiges dabei bei dieser Stanze. 3,45 Euro kosten die immer. Und ich habe mir aber heute überlegt, dass wir mit der Stanze nicht eine Karte basteln werden. Also Karten siehst du dann eh im Anschluss bei den Beispielen. Ich möchte mit dir heute so ein kleines Notizbuch, so ein kleines Haushaltsbuch basteln, weil ich das mit der Waschmaschine und so eigentlich ganz cool finde. Haushalt, ja, ich weiß nicht, irgendwie putzen ist ja eh nicht so immer die lustigste Arbeit und ich habe mir gedacht, naja, wenn man das dann irgendwie wo eintragen kann und irgendwie abhaken oder so, vielleicht macht das dann irgendwie ein bisschen mehr Motivation. Und das möchte ich heute probieren, eben mit dir so ein kleines Notizbuch zu basteln. Dadurch, dass wir ja mittlerweile schon im Mai sind, brauche ich natürlich in meinem Notizbuch, in meinem Haushaltsbuch nicht so viele Seiten. Für die 8 Monate, was jetzt noch sind, also Mai bis Dezember, würde ich insgesamt 8 Seiten brauchen. Das heißt, es wären 2 Blatt Papier. Ich möchte aber vorne noch so eine Übersichtsseite haben und hinten vielleicht noch für ein paar Notizen. Das heißt, ich habe mir da 3 Stück einmal zugeschnitten für mein Notizbuch. Die haben 14,5 cm in der Breite und 22 in der Länge. Und genauso habe ich mir auch schon... Was war das jetzt? Jetzt war die Kamera kurz unscharf. Genauso habe ich mir auch ein Stück Designerpapier zugeschnitten, das ist auch 14,5 x 22 cm lang. Genau, das werden wir uns jetzt falzen. Und zwar nehme ich mir da wieder mein großes Falzbrett, weil das einfach am praktischsten ist. Lege mir das an, falze das bei 11 cm, also genau in der Mitte. Und mache das bei allen Papierstücken auch. Das Falzbrett können wir weglegen, das braucht man nicht mehr. Dann gibt es jetzt 2 verschiedene Möglichkeiten. Und das soll meine Außenseite sein, das ist ein bisschen neutralere. Entweder ich klebe bzw. tacke mir das jetzt gleich zusammen. Ich bin eher ein Fan davon, wenn man das zuerst falzt, weil ich mir dann einfach ein bisschen leichter tue. Einmal. Wenn es da jetzt so ist wie bei mir zum Beispiel, dass das mit der Schnittkante nicht hundertprozentig übereinstimmt, ist das überhaupt kein Problem, weil wir müssen uns das sowieso nachher noch ein bisschen zuschneiden, weil natürlich durch dass das da innen reinkommt, dann die äußeren Blätter dann ein bisschen drüber stehen. Also da müssen wir sowieso noch schneiden, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Dann falte ich das wieder auf und lege mir das in den Umschlag, in das Deckblatt rein, dass die alle übereinander liegen schön. So. Ein Stück noch in die Richtung. Das schaut gut aus und fixiere mir das mit solchen großen Klammern, dass da dann nichts mehr verrutschen kann, während wir das zusammentackern. So, dann drehe ich es mir auf die Außenseite und ich habe da so ein cooles Tool. Also ich bin ja eigentlich übers Planen zum Basteln kommen. Und ich habe da einige so Planer-Tools. Das ist jetzt ein kleinerer Tackerer, der aber so platziert werden kann, dass man irgendwo in der Seite tackern kann. Weil mit so einem normalen komme ich natürlich nicht bis in die Mitte. Also das ist ganz praktisch. Ich lege mir den da an. So, der fixiert sich da mehr oder weniger selber.
Und da an diesem Plastikteil habe ich die Markierung mit zwei so kleinen Pfeilen. Genau dort sollte natürlich die Linie sein, die Falzlinie, der Bug, damit man dann genau dort die Klammer reinbekommt. Ich lege den da rein, drücke einmal nach unten und habe da jetzt perfekt in der Mitte meine Klammer gesetzt. Und dann gehe ich noch ein Stück nach unten. Schau wieder, wo soll meine Klammer sein. Anhand dieser zwei Markierungspunkte setze ich das ein und drücke durch. Okay, da hat sich jetzt was verhängt. Oje, oje, da steckt eine Klammer. Komm raus. So. Das ist, weil nur mal so wenige drinnen sind. Schauen wir mal. Na, ist wurscht. Das muss ich nachher nachfüllen. Ist aber eine gute Gelegenheit, um dir gleich zu zeigen, was man machen kann, wenn man so was nicht hat. Das da aber runter. Ich habe da jetzt schon meine Markierungen für die Klammer mehr oder weniger drinnen. Das heißt, ich kann da einmal mit meiner Prickelnadel einmal durchgehen. Genauso an der zweiten Stelle. Wichtig ist, dass ich natürlich auf der Rückseite dann wieder dann auch dazu komme. Bin jetzt nicht hundertprozentig gerade, macht aber nichts. Und stecke mir da dann einfach die Klammer durch. So, dass sie von außen schön drinnen ist. Drehe mir das um. Dann kann mir da entweder dann als Falzbein oder die Prickelnadel nehmen. So, damit das da schön gerade ist und habe das dann auch eigentlich gut gebunden. Die Klammern nehme ich dann wieder runter. Falte das zusammen. Dann kann ich ruhig auch mit dem Falzbein noch einmal drüber gehen. Genau. Jetzt, ja, es ist einigermaßen gerade in der Mitte. Also ja, das passt schon so. Ist ja nur für mich intern. Genau. Und jetzt auf der Seite, so wie ich vorhin gesagt habe, müssen wir uns das natürlich noch zurechtschneiden. Dafür nehme ich mir ein Metalllineal. Also ein Plastiklineal oder so. Holz wird eventuell auch noch gehen, aber Plastik. Lineal würde ich nicht empfehlen, weil ich nehme mir jetzt von Fiskars mein Fingermesser. Man kann natürlich auch irgendein anderes Schneidemesser nehmen, aber mit dem funktioniert das super, weil das gut in der Hand liegt. Leg mir, jetzt muss ich mal schauen, wo meine Linie ist, weil das alles weiß ist. Das passt. Leg mir das an und fahre einfach mit meinem Fingermesser entlang. Also es geht nicht einmal durch natürlich, weil wir sehr viele Seiten haben. Aber da oben gehört noch ein Stück weg. Aber das funktioniert eigentlich so ganz gut, dass man sich das dann wirklich auf eine Einheit bringt. Und schon hat man wirklich eine schöne Kante bei dem Notizbuch. Deswegen würde ich eben auch kein Plastiklineal empfehlen, weil man sich dann natürlich mit dem Messer gar in das Lineal reinschneidet und dann. Erstens wird die Kante schief und zweitens kann man das Lineal dann auch vergessen, weil wenn dort irgendwo ein Eck drinnen ist, dann kann man auch keine schöne gerade Linie mehr ziehen. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck eines Lineals. Genau. So schaut das einmal aus. Dann würde ich sagen, machen wir gleich innen weiter, weil ich habe dann für außen eher noch bei meiner Waschmaschine. Also ich habe das schon mal vorbereitet mit so einem kleinen Schüttelelement bzw. ein bisschen erhöht. Und das ist dann natürlich beim Stempeln blöd, wenn wir das zuerst aufkleben und dann stempeln. Also wir werden zuerst anfangen zu stempeln. Schlag mir da die erste Seite auf und suche mir schnell einmal mein Stempelset, das ich verwenden möchte. Ich habe ja gesagt, die erste Seite soll mehr oder weniger so Übersicht sein. Ich habe da von den Momentstempeln vom Papierprojekt, die Marke gibt es ja leider gar nicht mehr, ein Stempelset, das auch total gut fürs Planen ist. Und zwar den Stempel Machen statt Labern. Den möchte ich da gerne oben reinstempeln für meine Übersicht. Ziehe mir den da auf, nehme mir mal Wurstfein rein. Färb mir das ein, stempel das da oben drauf. Mein Versafine wird leider auch eher leer schon, muss ich dazu sagen. Also der Stempelabdruck ist jetzt nicht mehr so wie früher, aber macht in dem Fall gar nichts. Ich bin schon seit längerem auf der Suche, irgendwo einen Reinker dafür zu kaufen. Das Problem ist, der ist irgendwie überall ausverkauft, nicht lieferbar. Also ich befürchte, ich muss mir ein neues Stempelkissen kaufen, weil
bevor ich da wirklich jetzt noch ewig warte, bis der Reinker wieder verfügbar ist, tue ich mir, glaube ich, so leichter. Und dann für die Monate direkt habe ich auch ein schönes Stempelset, und zwar ist das von Danny Boys. Ich habe es eben vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich durch das Planen zum Stempeln und zum Basteln gekommen und habe da natürlich auch sehr, sehr viele Planer-Sets. Also das ist von Danny Boys Kalender 2. Da hat man verschiedene Monate, also Monate in verschiedenen Schriften natürlich. Das schaut ein bisschen so aus wie gehandlettert, und da hat man es nochmal gedruckt, aber Zahlen sind dabei. Ich werde die größeren nehmen, weil die irgendwie dann von der Seite her besser dazu passen. Und wir haben gesagt, wir starten mit dem Mai. Und ich suche mir da natürlich den März raus. Na, das wäre wieder was dran. So, einmal den Mai. Und stempel mir den. Vielleicht ist das noch ein bisschen farbiger. Und stempel mir den da einfach in die Mitte. Und das machen wir natürlich mit allen anderen Monaten auch. Das waren einmal die ganzen Monate, und ich habe es ja vorhin gesagt, eben, ich habe mir ein paar mehr Seiten genommen, weil das, dann habe ich da hinten einfach noch ein bisschen für die Notizen. Da muss ich mir nochmal kurz drüber falten, weil meine Klammer da eben nicht ganz in der Mitte ist, aber das macht überhaupt nichts. Genau. Dann geht es weiter mit einer zusätzlichen Dekoration. Das brauche ich nachher noch. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das haben wir alle schon. Und zwar ist das das Stempelset. Das ist von Sweet Sam Shop. Das war eines meiner allerersten, glaube ich, das ich mir für den Planer gekauft habe. Und da haben wir auch so viele schöne verschiedene Symbole drauf, die halt jetzt auch mehr in Richtung Haushalt gehen. Und die habe ich mir da schon einmal auf meinen Acrylblock aufgezogen, und die möchte ich da unten an der Kante noch einmal dazu stempeln. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich habe da mir zur Sicherheit noch ein Schmierpapier genommen, damit ich da nicht versehentlich ausfahre in meinen Umschlag. Ach, das schaut doch süß aus, oder? So, dann legen wir uns das am besten da rein, dass wir die Seite nicht schmutzig machen. Und stempeln das da drauf. Also ich finde, das schaut süß aus, oder? Was meinst du? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Probieren wir es nochmal auf der anderen Seite. Da ist jetzt natürlich wichtig, dass ich von innen anfange und nach außen gehe, weil wenn ich von außen anfange, dann muss ich es mir da wieder anlegen. Das soll natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Wir wollen es uns ja so einfach wie möglich machen. Und da gehe ich jetzt dann einfach alle Seiten durch und mache das da auf jeder unten dazu. Und die letzte Seite. Fertig. Perfekt. So, das ist einmal das. Für innen bin ich jetzt soweit fertig eigentlich. Da vorne bei der Übersicht, das werde ich mir selber nachher natürlich noch mit den Punkten dann dazu aufschreiben, was man alles so im Haushalt machen kann. Aber ich denke, das ist eher nicht so interessant. Jetzt wird es wahrscheinlich interessant noch, was ich außen vorhabe. Für außen habe ich mir vorhin schon erwähnt, diese Waschmaschine schon zurechtgeschnitten. Jetzt schaue ich nur. Ich möchte nämlich oben auch noch 2021 drüber haben. Dafür nehme ich mir die Buchstaben, sage ich, die Zahlen. Die sind ja aus dem relativ neuen Release, und die sind auch in der Mitte so gestitcht, damit die zu den Buchstaben dazu passen. Die finde ich auch total gut. Zu denen werde ich aber extra jetzt nicht wirklich ein Video machen, weil was jetzt irgendwie, glaube ich, weiß eh jeder, wie man Zahlenstanzen verwenden kann. Genau, die passen natürlich auch wieder durch die Sidekicks durch. Wo habe ich meine Platte? Das muss ich mal noch zuschneiden, ein Stück. Ganz radikal. Und dann nehmen wir 20 mal. Da ist die zweite Platte.
brauchen wir noch 21, der 0 kommt weg, den 2er brauchen wir noch, 2, 1. Das passt. 2021. So, einfach drüber. Und vielleicht noch Streifen von dem Papier. Probieren wir es mal. So, dann müssen wir mal begradigen, dass wir so eine schöne Kante haben. Und dann schneide ich mir da einfach einen Streifen runter. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn ich mir das da unten noch drauf gebe. Ah doch, das finde ich irgendwie schön. Das werde ich da unten ankleben. Passt. Mit Flüssigkleber am besten gleich. Einmal das. Dann kann man es abschneiden. So. Dann geben wir zuerst die Zahlen auf. Der will nicht kleben. So. Und dann zum Schluss noch die Waschmaschine. Klebe jetzt aber in dem Fall auch mit dem Flüssigkleber an. Weil, wenn ich jetzt nochmal 3D-Klebepads oder irgend sowas nehme, dann ist es mit dem Schreiben dann innen drinnen immer ein bisschen blöd. Da orientiere ich mich an den Linien, dass das einigermaßen gerade ist. Und genau, fertig ist jetzt mein Haushaltsnotizbuch für das restliche Jahr 2021. Und da hinten habe ich eben noch ein bisschen Platz für Notizen oder sonst irgendwas, wenn mir noch was dazu einfällt, wenn irgendwas vielleicht neu gekauft werden muss oder sonstiges, kann ich mir das da hinten dann noch notieren. Also das ist jetzt einmal die Karte und die weiteren Beispiele siehst du dann natürlich gleich. So schaut jetzt mein fertiges Haushaltsnotizbuch aus, das ich jetzt für das restliche 2021 noch benutzen werde. Ich hoffe vor allem, die Lorelei wird sich darüber freuen, weil sie schimpft ja immer mit mir, dass es zu wenige österreichische Planervideos gibt. Also es geht halt schon eher auch in diese Richtung mit den Monaten und so und dann mit den Symbolen. Also ja, ich denke, das ist schon so okay. Also das ist, wie gesagt, das fertige Notizbuch und ich habe jetzt natürlich auch noch weitere Kartenbeispiele für dich. Die erste Karte schaut so aus, finde ich auch eigentlich total simpel und ziemlich cool. Da habe ich diesen Strudel, da habe ich eine Schablone von Create a Smile. Das war dieses Release, das zu Corona rauskommen ist mit der Toilette und dem Kackehaufen und so. Und da war eben auch dieser Strudel dabei. Ich finde, das passt total gut zur Waschmaschine. Die habe ich jetzt ganz simpel lassen mit nur Grau und Weiß. Und was ich aber bei allen Waschmaschinen gemacht habe, ich habe da innen, man sieht es, so eine Folie reingeklebt, damit es einfach noch so wie so eine Tür ausschaut, dass es ein bisschen realistischer ist und vorne noch den Wäschekorb dazugeben. Also das ist jetzt einmal die erste Karte, die so entstanden ist. Nächste ist schon ein bisschen aufwendiger gewesen, also da habe ich auch wieder mit dem Strudel im Hintergrund gearbeitet, auf der Seite mit ein bisschen Papier noch so eher, ja, wie irgendwie noch was geschaffen, dass die Waschmaschine so ein bisschen nach vorne kommt und da habe ich auch ein Schüttelelement draus gemacht mit ein bisschen Glitzer und auch Wäsche, die ich da reingeben habe, einmal wieder den Wäschekorb und dann auch noch das Danke, das ist auch von Create a Smile, das mag ich total gerne, weil man eben die Outline auch dazu hat und das dann wirklich noch einmal hervorheben kann, auch eine Karte, die mir total gut gefällt. Die nächste Karte ist so eine Szene, sage ich einmal. Da hat man wirklich so, ja, so eine Kellerecke, wo halt dann die Waschmaschine steht. Da hat man die Kellerstiege. Die habe ich mir einfach aus diesem Ding ausgestanzt, aus so holzartigem Papier und auf der Seite natürlich abgeschnitten, aber das hat auch ganz gut funktioniert. Dann das Waschmittel und dann auch nochmal so einen kleinen Hund.
Der ist aus dem Our Story von My Favorite Things und da eben auch nochmal den Wäschekorb, diesmal bunt und da ist auch Wäsche in der Maschine drinnen und man sieht es da, ich habe da wieder die Folie drüber geklebt, weil ich das irgendwie einfach realistischer gefunden habe. Wenn wir schon bei der Wäsche sind, die müssen wir natürlich auch aufhängen. Also habe ich mir da auch eine Karte gemacht mit einer Wäscheleine. Der Spruch Hallo Bauerfrau, das war nur mehr oder weniger so zusammengeschustert, sage ich jetzt einmal. Also das hätte ich jetzt nicht hundertprozentig da unten platzieren wollen, aber ich habe es zuerst drauf gestempelt gehabt. Und dadurch, dass, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mein Versafein nicht mehr ganz so schwarz stempelt, ist das mit dem Stempelabdruck nicht so super gewesen. Deswegen habe ich da jetzt noch das Etikett drüber geklebt. Aber wenn man es natürlich nicht weiß, dann passt es schon. Der Hintergrund ist mit Aquarelltechnik gestaltet. Der ist auch aus dem anderen Video, das wir Anfang des Jahres schon mal gemeinsam gemacht haben. Das verlinke ich dir gerne oben beim i. Schau da mal nach für die Aquarell-Hintergründe. Und genau, da habe ich eben die Wäscheleine. Die habe ich, also die Wäsche. Sachen habe ich einfach aus verschiedenen Designer-Restpapieren ausgestanzt. Also das war super, um ein bisschen Restpapier zu verwerten. Und dadurch, dass aber die Motive sehr, sehr klein sind, habe ich irgendwie keine Schnur gefunden, die da dazu gepasst hat. Also habe ich mir einfach mit einem schwarzen Feinliner die Linien selber gezogen. Die nächste ist sehr ähnlich, aber auch wieder in dem Stil. Also da habe ich auch wieder die Wäscheleine selber gezogen und diesmal einfach den Spruch mittig mit dem Etikett platziert. Ist auch sehr simpel, aber dadurch, dass man eben alle Teile ausstanzen muss und aufkleben muss, doch auch eigentlich eine aufwendige Karte. Die Karte finde ich ist wieder richtig genial geworden. Da habe ich jetzt einfach so ein Wandgeschäft draus gemacht. Die Tür ist von Lawnfawn im Hintergrund so, ja, wie so eine Art. Ja, wie heißt das? So Gips irgendwie. Das hat man ja früher an den Wänden auch so gehabt, so ein Rauputz eigentlich. Da oben dann Shopping Queen und auf der Seite habe ich mir dann wirklich eine Auslage gestaltet und habe da überall diese ganzen Quanzsachen auf einem Bügel draufgehängt und auf der Seite noch ein bisschen Grünzeug. Das ist ein bisschen, ja, genau. Das ist eine richtig coole Idee eigentlich. Gefällt mir total gut. Bei der nächsten Karte, die ist mehr oder weniger zufällig eigentlich entstanden. Und ich habe den an meinen Mann gezeigt und der sagt zu mir, hey, das schaut aus wie Bernd das Brot. Und dann habe ich es auch gesehen. Also es ist mir selber gar nicht aufgefallen. Da dieser Teil, das schaut irgendwie aus wie den sein Mund. Bernd das Brot, das ist für mich ja eigentlich wirklich Verdummung, sage ich jetzt einmal. Also sowas habe ich früher Gott sei Dank nie angeschaut. Also ich finde, das gibt mir irgendwie nicht wirklich viel. Aber man kennt den natürlich und irgendwie war das dann doch ganz cool, dass die Karte entstanden ist. Du fragst jetzt sicher, was ist da jetzt aus dem aus dem Stanzenset? Und zwar habe ich da die Kreise verwendet. Und da dieses Ding, das ist eigentlich für die Waschmaschine. Wo habe ich eine? Also da könnte man das da innen noch reinlegen und dann wird das halt so ausschauen, wie wenn die Wäsche gerade wascht, halt das Waschmittel und der Schaum, was da dann drinnen ist. Also das kann man sich da mit diesem Ding ausstanzen und ich finde aber, dass das auch total gut für Augenlider geht, wenn man da den Kreis nimmt. Die Punkte sind jetzt nicht in dem Set, die habe ich ausgestanzt, weil der da drinnen war, der war mir etwas zu klein. Aber ist auch trotzdem eine ziemlich coole Karten, eben für Halloween oder so Gruselkarte. Die gefällt mir auch total gut. Auch wenn sie jetzt nur so zufällig entstanden ist. Die nächste Karte hat auch wieder so eine Wohnkeller-Atmosphäre. Da habe ich aus den ganzen Teilen, die da dabei sind, eine Bar mehr oder weniger mir zusammengelegt. Die Dartscheibe, ich habe es probiert, mir selber zu konstruieren, aber das war irgendwie viel, viel zu fummelig und zu klein. Deswegen habe ich mir die einfach irgendwo rausgesucht und dann ausgedruckt. Und da auf der Seite habe ich dann auch noch diese Waschmittelflasche. Aus der habe ich einfach Bierflaschen gemacht. Da ist es am einfachsten, ich komme nochmal ins Bild, wenn man sich das einfach in Weiß ausstanzt und dann mit Alkoholmarkern oder sonstigen einfach anmalt, weil sonst wird es wirklich viel, viel zu klein, wenn man das in verschiedenen Formen dann ausstanzt und sich das dann irgendwie zuschneidet. Also ich finde, in Weiß ausstanzen und dann einfach so kolorieren, wie man es gerade braucht. Und dann als Spruch habe ich noch, das wird super.
Ich habe natürlich noch ein paar Karten, weil zur Kamera hast du jetzt noch gar keine Beispiele gesehen. Also da habe ich einmal diese Karte gemacht und es hat da beim Action vor, ja, sicher über 2 Jahren ist es schon her, hat es das Stempelset gegeben. Und da ist dieser Filmstreifen drinnen und dann noch ein paar andere Kameramotive und das hat da einfach wirklich super gut dazu gepasst. Also das kann ich voll, falls das jemand noch irgendwo zu Hause liegen hat, holst das raus und kombiniert es mit der Kamera. Schaut richtig cool aus. Und was ich auch total cool finde, es gibt da von Danny Boyce, also das kann man ja auch noch kaufen, das Stempelset Paparazzi und ich finde, das passt auch total gut zu dieser Kamera. Da habe ich eben das Klick-Klick aus dem rausgenommen. Ist ja ganz einfache Karten, aber die gefällt mir auch sehr gut. Die nächste Karte ist dann im Querformat, ist auch wieder mit der Kamera. Die habe ich jetzt in dem Fall ein bisschen bunter gestaltet. Da habe ich herzlichen Glückwunsch als Spruch drauf. Also auch wenn jemand gerne fotografiert oder so, kann man sowas auf jeden Fall schön für den Geburtstag dann auch verschenken. Die nächste Karte ist eine Schüttelkarte, also man kann auch aus der Kamera total gut eine Schüttelkarte basteln. Da habe ich einen Filmstreifen, da habe ich eine Stanze, die habe ich irgendwann einmal bei AliExpress bestellt. Die passt da auch sehr, sehr gut. Paparazzi-Alarm, das ist ja aus dem Stempelset, das ich vorhin schon gezeigt habe. Und für dieses Schüttelelement habe ich einfach von dem Kreis 10 Schichten übereinander geklebt. Da hat man eine schöne Höhe, um da auch so ein bisschen was Größeres reinzulegen. Also das sind so kleine Perlen. Oder so Glitzersteine. Und die passen da dann auch wirklich super rein im Hintergrund mit dem Rosa. Das schaut einfach echt cool aus. Die Karten mag ich wirklich sehr gerne. Und die letzte Karte ist auch wieder mit der Kamera entstanden. Da bin ich jetzt so in diese gelbe Richtung gegangen, weil mir das auch sehr gut gefallen hat. Einmal mit Kraftpapier und mit dem gelben Designerpapier habe ich da gearbeitet. Dann ein Kiezerpapier in den Hintergrund, ein paar Sprenkel, herzlichen Glückwunsch als Spruch. Und da auf der Seite bin ich noch einmal mit dem Filmstreifen mehr oder weniger dann drüber gegangen. Also das ist eigentlich eine komplette Stanze und ich habe mir da einfach abgetrennt und habe dann das übereinander geklebt und das finde ich schaut auch total schön aus. Du siehst, es sind wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen entstanden. Also schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Karte dir am besten gefällt und vielleicht auch, ob du dir so ein Haushaltsbuch auch anlegen wirst oder ob du schon sowas hast. Würde mich natürlich interessieren. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.